Mahlzeit. Willkommen bei Hugos Hobbys und dem Unboxing des schweren sowjetischen Artillerieschleppers Voroschilowitz. Weiß nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, korrigiert mich gerne. Wenn das falsch war, ich nenne das Ding Voroschilowitz. Auf dieses Fahrzeug habe ich mich schon sehr lange gefreut, lange bevor es angekündigt war überhaupt. Denn da ich ein großer Freund von schwerer und schwerster Artillerie bin, braucht man natürlich auch irgendwas, um die zu bewegen. Und das hier ist der schwerste Artillerieschlepper, abgesehen jetzt von einigen Prototypen, zum Beispiel auf T-34-Basis, den die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs eingesetzt hat. Das ist ein richtiger Oschi. Er basiert auf den 30er-Jahre-Panzern T-12 und T-24. Das waren in kleiner Stückzahl hergestellte, ja, Kleinserien, fast schon Prototypen für mittlere Kampfpanzer, die die Sowjetunion damals erprobt hatte. Die haben sich als wenig erfolgreich erwiesen. Aber als Artillerieschlepper wurde das Fahrgestell weiterverwendet für den Kommentar, den es ebenfalls von der Firma Trumpeter gibt und eben für den Voroschilowitz. Machen wir weiter mit der Boxart. Was hier vorne drauf abgebildet ist, ist, soweit ich weiß, tatsächlich gemeinerweise das 1:35 Modell von Trumpeter. Denn so winzige Details wie zum Beispiel dieser Außenspiegel hier liegen dem Modell gar nicht bei. Auch die Klarsichtteile liegen, glaube ich, nicht bei. Aber sowas kann man ganz gut selbst ergänzen. Spiegel wird ein bisschen fummelig. Muss ich mal gucken. Ja, an der Seite wiederholt sich die Abbildung. Hier sind nochmal Farbprofile. Kleiner Blick auf die Decals, damit man weiß, welche Versionen zu bauen sind. Und Informationen über das Originalfahrzeug. Die habt ihr gerade schon von mir gekriegt. Habe ich gelogen? Ach ja, auch noch sehr interessant, auch zum Panzerabschleppen wurde der benutzt. Konnte auch die schwersten damals vorhandenen Panzer, den T-35 zum Beispiel, mit seinen 5 Geschütztürmen abschleppen. Auch für sowas wurde das Fahrzeug also eingesetzt. Auf der Rückseite wieder nichts. Wie bei Trumpeter üblich, ein Karton, bei dem der Deckel abgehoben wird. Ebenfalls üblich liegt auch wieder ein bisschen Werbung dabei für die anderen Modelle, die sie so haben. Kommen wir zur Anleitung. Auch das hier, wie die neueren Trumpeter-Modelle, wieder eins mit relativ wenig Teilen, wo wieder sehr viel mit Slide-Molds hergestellt wurde. Die Ketten zum Beispiel ein Teil, trotz den Details auch auf der Lauffläche. Die Innenfläche sieht jetzt hier im Bausatz ein bisschen schäbig aus, in der Anleitung meine ich. Schauen wir uns gleich mal das Original an, das wirkliche Bauteil, ob das auch so schäbig aussieht. Aber man sieht, das sind echt nur ein paar Schritte, wo ganz wenige Teile jeweils hinzugefügt werden. Ah, da ist doch ein Außenspiegel. Rückspiegel. Seitenspiegel. Seitenspiegel heißen die Dinger, glaube ich, ne? So lange nicht mehr Auto gefahren. Selbst wenn man Auto fährt, da denkt man nicht dran, wie die Dinger heißen. Egal. Ja, die Plane kann man einfach draufstecken, hoffe ich mal. Oder halt abheben, je nachdem, wie man das Modell darstellen möchte. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Sitzbänke fehlen. Denn wie man hier sieht, sind Fenster in der Plane eingelassen. Und ich meine, hier wären auch Sitzbänke drauf gewesen auf der Ladefläche. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel man der Voroschilowitz transportieren konnte. Auf jeden Fall eine komplette Bedienmannschaft, auch für die schwersten Artilleriegeschütze. Ich glaube, es waren dann so 14 Leute oder so. Aber hier hinten die Bemalungshinweise. Für, so wie ich das sehe, zwei verschiedene Varianten. Ja, A und B. So, soviel zur Anleitung. Schauen wir uns die Teile an. Die sind alle sehr sorgfältig verpackt. Alles nochmal einzeln. In kleinen Tütchen. Selbst die Decals. Damit die nicht zerbrechen, man weiß ja nie. Nein, die können sich natürlich lösen, wenn der Trägerfilm sich schon. Nicht der Trägerfilm, diese. Das Schutzpapier, das da immer noch drüber ist, sich löst. Die Detaillierung ist wunderbar. Ich will sie. Doch, ich pack sie aus. Also sowas hier, ohne die Slide-Molds, früher wären das 1, 2, 3, 4, 5 und dann möglicherweise hier unten die Teile auch nochmal extra 6, 7, 8 Teile gewesen, die man hätte montieren müssen. Jetzt ist es ein Teil. Somit geht die Montage des Modells schneller. Einerseits ein bisschen schade, aber andererseits ist man so auch wesentlich schneller bei meinem Lieblingsschritt der Bemalung.
relativ großes Fahrzeug, wenn man sich das hier so anguckt. Aber gut, klar, der basiert ja wie gesagt auch auf einem mittleren Panzer. Ja, das ist... Auch dieses Teil per Slide Mode erstellt mit Details von allen Seiten. Einfach nur herrlich. Auch die Plane gefällt mir sehr gut, soweit ich die jetzt sehe. Innen sind auch die Bügel dargestellt, über die sie gezogen wurde. Auf der Rückseite die, ja, ich sag mal, Tür halt, wo man das Ganze aufmachen kann, damit man ein- und aussteigen kann. Hier oben die Teile, wo die beiden Planelemente, die Seitenteile und die Obenteile, die für oben drauf Teile miteinander verbunden worden sind, beziehungsweise auch mit diesem Gerüst. Diese Kabine, ein Teil, sind schon Rücklichter angebracht. Na, hier, das ist glaube ich ein Handgriff, der ist leider halt direkt dran gegossen, sieht dann ein bisschen unrealistisch aus, das machen wir nachher nochmal in den Fotos in der Nahaufnahme. Muss ich mal gucken, ob ich das Teil entfernen kann und ersetze durch irgendwas oder ob ich das na, vielleicht durch Bemalung versuche ein bisschen zu erschummeln, dass es so aussieht, als würde es passen. Da können wir schon fast zusammenstecken hier. Ah, schon fast fertig. Ketten haben wir hier noch. Ja, wie das auf der Anleitung auch schon aussah, die Detaillierung auf der Innenseite der Kette ist relativ bescheiden. Aber das geht schon in Ordnung. Gerade bei einem Artillerieschlepper bietet es sich an, den ordentlich zu verschlammen, aber die Details auf der Lauffläche, ringsrum, komplett überall, auf jedem einzelnen Kettenglied, die sind schon sehr, sehr schön wiedergegeben. Jetzt natürlich zweimal, einmal links, einmal rechts. Und das letzte, der einzige klassische Spritzling, der diesem Modell beiliegt. Alles andere sind einzelne Teile. Aber auch hier im Slide-Mode-Verfahren hergestellt. Mit den Details hier auf der Seite, die... Ja, kann man so kaum erkennen, die Nieten hier sprechen dafür, dass es mit Slide-Mode erstellt worden sein muss. Ja, das ist alles wirklich wunderschön wiedergegeben. Ja, auf dieses Modell freue ich mich ganz, ganz besonders. Achso, wir haben noch die Decals. Naja, die sind jetzt mit dem Schutzfilm drauf und so weiter, die lasse ich erstmal hier drin. Die waren ja auch auf der Packung nochmal abgebildet, ich kann das ja nochmal ins Bild halten. Na, kleiner Gollum. Mach mir nicht mein Modell kaputt, da wäre ich ein bisschen böse. Jo. Das war's von mir soweit an der Stelle. Wie gesagt, ein Modell, auf das ich mich sehr freue. Ohne es bisher gebaut zu haben, denke ich mal, ich kann das uneingeschränkt weiterempfehlen. Trumpeter macht man eigentlich nie was verkehrt mit. Das ist schon ein ganz schöner Brummer für 1.72. Dafür, dass es jetzt kein schwerer Panzer oder ähnliches ist, ein ordentliches Teil. Also, vielen Dank fürs Reinschalten. Passt auf euch auf, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.